Hi Leute, heute machen wir Paprika-Cremesuppe. Dafür brauchen wir 1 Kilo Paprika. Ihr könnt natürlich auch gelbe mit dazu nehmen, aber grüne würde ich nicht nehmen, weil das verändert den Geschmack. Also ganz anders werden die dann. Dann ein Becher Creme Fraiche. Hier habe ich 2,5 Esslöffel Brühe und 4 Zwiebeln. Nachher, um die Zwiebeln anzubraten, brauchen wir noch etwas Öl. Die Paprika natürlich werden wir jetzt erstmal waschen, abtrocknen und dann entstielen und von den Kernen befreien und in Stücke schneiden. Als erstes tun wir etwas Öl in den Topf. Dann machen wir den Herd an. Ich mache den hier auf höchster Stufe, damit das Öl heiß wird. Und jetzt müssen wir etwas warten. Das Öl ist jetzt heiß, jetzt kommen unsere Zwiebeln da rein. Dann schwitzen wir die ein bisschen an. So, dann kommen die Paprika dazu. Die braten wir auch noch ein bisschen mit. Kommt hier unsere Brühe mit rein. Dann kommen hier 1,5 Liter Wasser mit rein. Dann rühren wir nochmal um. Dann muss das nochmal 20 bis 25 Minuten also gekocht werden, damit die Paprika auch schön weich wird. Ja. Und wie es dann weitergeht, das sehen wir dann gleich. So, unsere Suppe hat jetzt 25 Minuten gekocht. Das ist natürlich bei jedem Herd anders, ist ja klar. Und was ich vergessen habe zu sagen, ihr müsst immer wieder umrühren, weil es sonst anbrennt. So, dann ziehen wir das mal hier vor.
dann, ah ja, den Herd natürlich aus. Dann mixen wir das jetzt alles klein. Welche Creme Fraiche ist hier noch mit rein? Das mixen wir dann auch noch mal mit unter. Schmecken wir das noch ganz kurz ab, weil vielleicht brauchen wir doch noch etwas Salz. Also mir fehlt jetzt kein Salz, wir können das so lassen. So, jetzt zeige ich euch das noch auf dem Teller. So, und das kann man einfach mit ein bisschen Brot essen. So sieht das Ganze aus. So. Dann wünsche ich euch guten Appetit beim Nachkochen. Und viel Spaß natürlich.